Und ihr fahrt von der Interstate runter. Manhattan liegt hinter euch und Queens, der Norden, vor euch. Und mit Hilfe von tatsächlich einer sehr alten Stadtmap, einer Stadtkarte und mit Pixies Anweisung haltet ihr an dem Block, Einen Block entfernt. ja, dem Block entfernt von Jackson Heights und könnt aber die Straße runter tatsächlich die Fassade dieser ehemaligen alten Kirche sehen und tatsächlich dahinter gebaut, anliegend an mehrere Wohngebäude, dann eine zweigeschossige Werkhalle. Und um diese Zeit, wir nähern uns dem frühen Vormittag, ist dieses Awakening natürlich noch geschlossen, aber dennoch gut besucht, denn ein Van und zwei Jeeps stehen auf dem Parkplatz davor, die dick die Aufschrift Hound tragen, ohne dass man das verstecken muss. Ist ja eine Sicherheitsfirma. Und ja, man sieht auch zum Beispiel an einen der Vans gelehnt eine Truppe von drei Hound-Söldnern, die gerade eine Zigarettenpause machen. Sehe ich irgendwelche Drohnen, die hier rumfliegen? Wie sehen die denn aus, diese drei Leute? Was tragen die? Was haben die bei sich? Die haben graue Kleidung an, feste Hose mit mehreren Taschen. Darüber würdest du sagen, eine Schutzweste, schon auf jeden Fall dicke. Keine Bewaffnung offen, aber allerdings am Gürtel mehreres Werkzeug, eine Tonfa vielleicht und auch den einen oder anderen, ja, Taser, Pfefferspray. Sie sehen aus, jetzt erstmal hinten auf dem Rücken groß Hound, wie ein Sicherheitspersonal. Und nicht wie Okay. eine feste Söldnereinheit. Allerdings auch ausgewählt, ja, muskulöse, breite Typen. Zwei Typen, eine Frau dabei, strikten Pferdeschwanz zurück, eine Basecap durchgezogen und raucht gerade gute Kings-Zigaretten natürlich. Nur. Ja. Sind das Leute von so einer shady Firma, ähnlich wie Tellus? Ja, die gehören zum Fight. Gut. Ich ziehe schon mal meinen Baseballschläger. Wie gehen wir vor? Der erste Plan wäre, dass wir versuchen, Jay Zugang zu irgendwelchen, was hast du das genannt? Knoten? Sicherheitskameras und Knoten. Zu verschaffen. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist beobachten und schauen, ob es irgendwo einen Hintereingang gibt. Solche Dinge finden sich vermutlich nicht im Club selber, sondern irgendwo in den Verwaltungsbereichen. Mir reicht es schon, so eine Außenkamera zu haben. Dann halten wir danach Ausschau. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, wie wir aussehen. Insofern vorsichtig vorgehen in Zweiergruppen. Zack, kommst du mit mir? Ja, sicher. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie wissen, wie ich aussehe, deswegen. Und dann ziehe ich mir meine Cap vors Gesicht so ein bisschen. Und ich würde mich dann so links rum versuchen, irgendwie so ums Gebäude rumzukommen. Sprich. Vielleicht auch über einen Umweg oder so. Ich meine, hey, ich war schon oft überall unterwegs als Pizzabote. Ja, ihr springt runter. Moment, Moment, ich sorge vorher dafür, dass wir uns gegenseitig anrufen und ich mein Bluetooth im Ohr habe und einer von euch beiden auch, Ja, sodass das wir muss Zachary Kontakt haben. übernehmen. Ich Genau. habe kein Handy mehr. Ja. Ja, ich mach das. Ja, Zack ist verkabelt mit Einur, dann gehen Jay und Einur und Zack und David. Nathan steigt aus, hat in Tuch geschlagen, seine Shotgun mit der Glaive vorne dran. Ich werde mal einen Blick auf die andere Seite machen und mich schon mal in umschauen, kiebitzen. Noch kein Zugriff, würde ich sagen, oder? Wir schnüffeln erst. Ja. Gut. Was mit den Magiern? Welche Magier? Lorelei und Ryu. Ach ja, Danke. stimmt. Ich schicke eine Nachricht an Lorelei. Wir sind da. Bitte kommt unauffällig. Shit. Ja, dann nehme ich die beiden in Empfang, wenn sie kommen.
Ja. Kriegst du den Lagebericht? Du kriegst ihn unterwegs. Ja, sieht gut aus. Also Außenkameras gibt es zwei vorne am Eingang, leider natürlich gerade bewacht, und dann hinten am Lieferanteneingang. Ansonsten könnten wir zumindest auf einem Telekommunikationsknoten treffen. Das sind diese grauen Kästen an der Straße. Wenn wir da nah dran sind, Bingo. Es ist wahrscheinlich besser, wenn wir an so einem Kasten dran sind, wenn ich dich verkabel, oder? Jupp. Okay. Einur. Ja. Diese grauen Telefonkästen, wenn du davon einen in der Nähe siehst, da wäre nice, wenn wir da dran kommen. Gut. Und ansonsten Hintereingang. Button. Hast du einen Floorplan, Pixie? Nope. Scheiße. Okay, danke. Kein Ding. Ich schaue mich um. Zack und Dave, ihr startet tatsächlich mit David, der wirklich über einen der Container hinweg in eine eigentlich durch einen Gitterzaun abgetrennten Bereich kommt und an einem Wohnblock vorbei, über euch die Feuerleitern, irgendwo schreit eine Katze. Und dann könnt ihr euch bei der Parallelstraße eher eine Gasse entlang in Richtung des Clubs bewegen. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin, Dave? Ich wollte tatsächlich an die. Gut, ich hab vielleicht eine falsche Vorstellung, weil ich mir denke, das ist ein viereckiger Kasten, dieser Genau, Club. doch, doch, kommt hin. Ja. Achso, Genau. gut. Vorne, die Kirche Wollte ist nur ich. vorne und dahinter ist ein viereckiger Kasten tatsächlich, ja. Genau, ich wollte einfach sozusagen an die Hinterkante zwischen Rückseite und, wenn man drauf guckt, linker Seite kommen, dass ich eben da mal gucken, eben nach vorne zum Laden gucken kann, die eine Wand entlang und den Hintereingang entsprechend mal im Auge behalten kann. Ob da wieder, was da überhaupt ist, wer sich da rumtreibt. Zum Beispiel zwei Hound-Söldner, die du am Hintereingang tatsächlich siehst. Einer, der gerade einen Energy Drink öffnet und kurz in ein an die Weste geklemmtes Funkgerät spricht. 3-1 hier, alles Rückgrat, alles wie immer. Und dann beginnt er mit seinem Kollegen über das letzte Footballspiel zu philosophieren. Quarterback meinen ja eigentlich auswechseln, ja. Der Running Back, der ist bla 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 bla. Ben erzählt über Football. Zwei Worte, die er kennt, und das war's. Genau, also zwei Leute am Hintereingang. Sag ihm Bescheid, hier hinten sind zwei. Hier sind zwei Leute, sind Wo ist halbwegs aufmerksam. hinten? Hintereingang? Wir sind am Hintereingang, ja. Danke. Hat sie Anweisungen hinterlassen? Sollen wir was tun? Sie hat Danke gesagt. Ich denke mal, wir sollen einfach erstmal weiter Ja, habe observieren. ich gehört. Kommt jetzt wahrscheinlich. Danke, nehmen wir den Empfang. Ihr hört, wie hinter euch ein Wagen einbiegt und diese Gasse sehr langsam entlang fährt. Jetzt kommt ein Wagen. Die haben gerade gefunkt, dass irgendwer eintrifft. Okay, versucht irgendwie im Auge zu behalten, was da kommt. Oder wer. Okay. Wir müssen rausfinden, wer das ist. Wir versuchen auch dahin zu kommen. Wird halt weiter lugen. Ja, der Wagen fährt an euch, also der fährt hinter euch vor. Geht ihr Ach irgendwie, so. ja, der kommt hinter euch eingebogen in diese Gasse und fährt jetzt auf dem Dann würde Hintereingang. ich mich umdrehen, Zack packen und ihn küssen. Ich gucke Ja. mich gerade so um, ob ich mich irgendwie in so einer Ja, Mülltonne du oder so siehst, dann steht Dave vor verstecke. dir und ja, Wagen fährt vorbei, verdunkelte Scheiben. Achtet auch nicht weiter drauf. Und oder vielleicht genau deswegen, man weiß nicht. Der Fahrer hält an und du hältst den Kurs noch eine kurze Weile, bis du Türen hörst. Sind die Und an uns vorbeigefahren? sind an euch vorbeigefahren, ja. Gut, nicht, dass sie jetzt direkt vor uns Nein, nein, stehen. nein, Die jubeln noch. nein. Merk, merk. Nein, tun sie nicht. Sie haben angehalten. Vollkommen emotionslos löse ich mich von diesem Kuss und gucke dann so, sofort darin, wer da Das aussteigt. hat dir nichts bedeutet. Okay, Zack steht nur ein wenig da. Dort stehen weitere zwei Personen Bis mir aus, den Mund ab mit der Hand so. die dunk, 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 dunk an den Wagen klopfen. Und dann öffnet sich hinten auch die Tür. Und Dave? Zack, erkennst du jemanden? Erkennst du jemanden davon?
Lass mich mal schauen. Noch nie gesehen. Nee, das kennst du nicht. Nein, nein, hast du auch nicht gesehen. Kenn ich nicht. Nee. Dave, du erkennst jemanden. Ein Junge ungefähr in Zacharys Alter. Kurze, strubbelige, braune Haare. Ziemlich müde Augenringe, sieht auch ein bisschen mager aus, hält sich so ein bisschen selbst die Jeansjacke fest und steigt aus. Und dann gehen die zwei Söldner rein und laden eine größere Kiste aus. Und der schaut sich um. Und du kommst nicht drauf, bis du vor 3, 4 Tagen, wie lang ist das her? Das ist der Junge, der unter Beverly Shinks gewohnt hat, der seinen Vater zuletzt zerrissen hat und von Nauk mitgenommen wurde. Jefferson, der kleine, der junge Jefferson, der sich verwandelt hat vor deinen Augen zum allerersten Mal. Ach du Scheiße. Was ist denn? Komm mit, komm rein, Junge. Ich sag ja nur, der kleine Junge aus der Wohnung, wo mich was? Auch irgendeiner aufgeht. Hier ist einer von den Welpen, den sie hätte eigentlich, oder die unsere Gemeinschaft eigentlich hätte aufgreifen sollen, der von Nanook, keine Ahnung wie der heißt, auf... Der Blonde da! Wurde. Der Blonde da? Ja, der kleine Junge. Das ist ein Welpe? Ja, das ist ein Welpe, nur leider Gottes nicht, keiner von uns. Okay. Ja, sein Vater ist der Fels. Hier ist gerade ein Welpe angekommen, der auch bei David, wo war der? Ja, der war in so einem Apartmenthaus, der hat seinen Vater zerrissen. Der hat seinen Vater zerrissen in so einem Apartmenthaus. Und spielt wohl fürs gegnerische Team. Vor 3, 4 Tagen. Blonde Haare. Jay sieht wie einer bei der Information blonde Haare. Reinschaut, als würde sie sagen, so what? Ach, blonde Haare, dann lassen wir ihn in Ruhe. Die Sache ist, wir wissen nicht, wie sicher er auf der anderen Seite ist. Aber zählen wir ihn erstmal zu Feind. Also, den Jungen haben sie da abgeladen. Die gehen jetzt rein oder passiert noch irgendwas anderes? Gehen die rein? Ja, ihr seht, wie gesagt, eine große Kiste. Sieht aus, als wären da, keine Ahnung, von der Größe her könnten da fette Lautsprecher oder sowas drin sein. Also mannshoch und rechteckig. Die wird jetzt gerade auf so einen Trolley und dann reingefahren. Wir haben noch eine große Kiste, Signal, dass die auch mit reinfahren. Die Magier sind noch nicht da und wir halten uns noch einen Moment zurück. Jay, du hast diesen Kasten gefunden. Nur gegenüber der Straße, gegenüber der Straßenseite, wo die Vans parken, gegenüber vom Parkplatz, ist das Verteilungszentrum von Telekommunikation und Strom. Das heißt, die können uns sehen. Ziemlich sicher. Gibt es irgendeine Möglichkeit, da... Wenn ich mich dagegen lehne, kann ich dann Jay verdecken, die daran arbeitet? Ja. Könntest du ganz gut schaffen. Dann mache ich das und halte jetzt tatsächlich mein Smartphone ans Ohr, als würde ich damit... Ich telefoniere mit jemandem, aber jetzt tue ich demonstrativ so und stelle mich dahin, lehne mich da so deutlich dagegen, wickel ein Bein an, als würde ich da einfach jetzt ein längeres Gespräch machen wollen, stelle meinen Koffer ab und sag währenddessen, Jay, versuch hinter mir zu bleiben, dass die dich von dort aus nicht sehen. Okay. Und Jay ist so schnell, wenn möglich. Jay sucht sich so presst sich so ein bisschen runter, geht dann ein bisschen runter und macht diesen Kasten auf. Ja, also hebelst ihn einigermaßen kommt auf. Ist nicht das erste Mal, dass du so ein Ding öffnest. Und dann steht vor dir Knöpfe, Kabel, Verteiler, Stecker. Und Pixie vibriert schon in deiner Hand. ja, tu es. Und du beginnst anzustecken. Was willst und du dann gucke ich so ein bisschen. Ich würde gerne mir versuchen, Zugriff auf die Überwachungskameras in den beiden Gebäuden zu kriegen. Also nicht nur in dem Club, sondern auch in der Kirche. Alles klar, ja. Dann beginnst du jetzt tatsächlich
mit dem angesteckten Handy darüber im Display herumzusuchen. Und dann brauche ich mal einen Computer und Intelligenz. Während Einur tatsächlich sieht, wie sich die Zigarettenpause dem Ende nähert. Und einer von den zwei Typen rüberschaut zu dir. Und mit dem anderen kurz spricht. Wenn ich telefoniere weiter, dann schaue ich in seine Richtung und ziehe eine Augenbraue hoch. So, was? Dann spricht er ganz kurz anscheinend mit einem sehr skeptischen Blick und löst sich von der Dreiergruppe und geht über die Straße. Muss kurz warten, ein Auto kommt vorbeigefahren. Ja? Einer von den beiden kommt rüber, Jay. Der erste Wurf ist der richtige. Ich hatte gerollt und habe nichts gehört, aber es war der erste, der mit sechs Successes. Sechs Erfolge. Den würde ich auch nehmen. Den würde ich auch. Auch fünf sind eine sehr gute Zahl und von daher kein Problem. Zack, zack, zack. Du bist problemlos drin. Du siehst, wie Pixie über den Bildschirm klettert und die Bilder reinzieht. Und du siehst eine Auswahl von fünf Kameras. Den Innenraum im Dunkeln noch gelegen oder spärlich beleuchtet, sagen wir mal, siehst du den Innenraum der Kirche zunächst mal, zumindest den vorderen Teil des Kirchenschiffs noch einigermaßen so behalten, aber schon mit Neonleuchten, mit Sitzgelegenheiten und mit einer zweiten Etage aus Metallgittern auf der Höhe von Käfigen, die an der Decke hängen. Und das geht dann über in die größere Halle des Tanzbereiches sowie auch eine Kamera, die dich hinter die Bar und hinter die Kasse sozusagen führt. Und du zoomst dran, Pixie versucht dich irgendwie zu unterstützen und du siehst, dass in den Käfigen, anscheinend Tanzkäfige, die von der Decke gelassen werden, Personen sitzen, an den Gittern gelehnt, die Beine aus den Käfigen raus, männlich wie weibliche Personen. Acht an der Zahl, die Käfige ausfüllen. Pixie, Screenshots von allem machen. Dann siehst du kurz und draußen die Kameras, wie tatsächlich diese Kiste reingeladen wird, was Einur mitbekommen hat. Und du siehst ziemlich viele dieser Hound-Söldner herumlaufen im Innenraum, Dinge vorbereitend. Sie rücken Tische zur Seite, machen irgendwie, weisen was an der Tanzfläche ein und so weiter. Und richten dort den Innenraum. Und dann kommt. Wird das Kabel ziehen, wird das wieder zumachen, wird mich da so ein bisschen drüber lehnen und auf meinem Handy ganz schnell Candy Crush aufmachen. Ja, der Typ kommt zu Einur. Ich senke das Handy und drücke das an meine Brust, als würde ich halt eben verhindern wollen, dass jemand was mithört und gehe dem entgegen so, kein Interesse. Nein, ich meinte nur, krasses Outfit. Ich wollte fragen, ob das aus dem Kampfclub am Ende der Straße ist. Bogenclub. Bogenclub, ruft er zurück. Und ich treffe mich hier mit meiner Gruppe, aber die haben Verspätung. Cool. Schon mal einen Bogen geschossen? Nein, mein Jüngster will Bogen schießen, aber die Dinger, also von der Grundausrüstung, die sind ja sauteuer. Also, wenn man da was Gutes haben will. Von daher, und er schaut auf den Koffer und dann schaut er zurück. An dir vorbei, an den Kasten. Was? Sorry? Oh, schon gut. Und also, dich umdrehst, 1 Uhr, siehst du da nicht Jay sitzen, sondern einen Typ Mitte 40, stoppligen Bart, in einer orangenen Straßenarbeiter-Stadtwerke-Kluft. Und ein. Der Candy Crush spielt. Der am Handy ist. Und ein weiterer Typ, kurzen blonden Haaren, ebenfalls in der Kluft, kommt da und. Keine Sorge, Sir, wir sind hier gleich weg. Es wird auch nicht das Strobitz oder sowas machen, das ist nur allgemein wegen dem Wohnblock. Ich versuche mir meine Überraschung nicht anmerken zu lassen und ziehe so eine Augenbraue hoch. Alles gut. Solange es nur den Wohnblock hier. Wir sind gleich auf der anderen Straßenseite bei Ihnen. Ja. Okay.
Ich schaue den Zeitner wieder an. Nichts mehr ungut, aber Sie können sich vielleicht denken, dass ich ein bisschen öfter heute schon angemacht worden bin. Das war... Okay, wow, okay. Nein, nein, man darf nicht mehr. Alles in Ordnung. Viel, viel Spaß beim Bogenschießen. Oh, man darf, aber man muss auch die Antwort aushalten können. Ich habe kein Problem, wenn jemand nach Bogenschießen fragt. Darum... Ich wollte damit nur sagen, ich habe vielleicht die Intention falsch verstanden. Nein, nein, das, sorry. Ja. Und, du siehst, wie er wirklich schwer errötet und hinten hörst du die Frau und den anderen lachen und, hey, ich hab wegen meinem Jungen gefragt. Verdammt nochmal, ihr Wichser. Alles gut. Und wie lange dauert das? Schönen Feierabend. Feierabend, wenn es so wäre. Danke, viel, viel Spaß beim Mann. Und er beeilt sich wieder auf die Straße, fast. Und verschwindet dann auch mit den anderen, die ihm so ein bisschen auf die Schulter klapsen. Und wie willst du diese Illusion jetzt wieder auflösen, mit der du erklärt hast, dass du hier jetzt noch länger als zwei Personen an diesem Schaltkasten arbeitest? Oder kann die aufrechterhalten werden, auch wenn wir jetzt gehen? Ich verstehe nicht ganz, was dein Plan war, Jay. Oh, sorry. Jay. Das war nicht Jay, sagt der andere Arbeiter. Und aber ich dachte, wir greifen schnell ein, bevor die... Wie weit seid ihr? Oh, sorry, ich bin... Und er wischt einmal übers Gesicht und du siehst ganz kurz das asiatische Gesicht von Ryu. Und dann ist er wieder der Arbeiter. Das erklärt. Das ist irgendwie auch nicht beruhigender, aber irgendwie eine sinnigere Erklärung. Mhm. Gut, dass ihr da seid. Ja, Jungs, die Magi sind da. Die Magi sind da. Okay, können wir dann jetzt loslegen? Was machen wir als nächstes? Wir schauen uns an, was Jay aus den Datenkrams oder was auch immer das war rausgezogen hat und wo wir am besten in den Club rein können. Pixie, haben die ein Sicherheitssystem eigentlich? Ja, ungefähr 30 Leute, die bewaffnet sind, innen drin. Scheiße. Kommen wir jetzt nochmal an die Kameras ran oder wir sollten hier weg, oder? Mhm. Sie guckt so in die Runde. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, alles klar. Hier sind die Screenshots und Jay schickt die Screenshots an Ainur. Ich gehe die durch. Erzählt, was gesehen hat. Während ich so tue, als würde ich meinen Anruf endlich beenden. Ja. Und dann sage, wir treffen uns und ich tippe auf eine Karte auf meinem Handy hier. Also das ist einfach nur so quasi in der Gasse um die Ecke, wo auch die Jungs sind. Und gebe ihnen das dann auch durch, dass wir da alle uns zusammenfinden. Okay, ja, dann siehst du, wie Ryu kurz an seine Schläfe hält und dann auch losläuft. Und, also, ja? Wie viele Leute waren jetzt hinten, wie viele Leute waren vorne? Gibt es irgendwo Fenster? Hinten zwei, vorne zwei. Die Werkhalle hat Lüftung, aber keine Fenster. Die Kirche hat hohe Fenster. Jedenfalls der Teil des Schiffs, der da steht, hat die großen Kirchenfenster drin gelassen. Wenn auch mit etwas seltenem Glas Inlays, würdest du sagen. In der Kirche waren keine Leute mehr. Doch, Sicherheitspersonal, eine Menge. Okay. Die Kirche geht direkt in die Halle über und da haben die gewerkelt und Tische beiseite geschoben und Platz gemacht. Ich schaue mir Alles gut. Ich wollte nur sagen, ich zeige das Bild mit den Käfigen, mit den Leuten da drin, den beiden Magi. Eine Ahnung, was die da vorbereiten? Lorelei, ja. Und Lorelei tritt hinzu. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber das könnten Opfer sein. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 Stück. Oh, das kann viel sein. 8 strahlige Sterne. Lebensenergie. Ja. Alles junge Leute. Aber anscheinend... hast du sie bewegen sehen? Fragte CJ. Haben sie sich bewegt? Nee. Nope. Trance, verdammt. Die ist weit. Meinst du, die sind schon tot? Nee, das glaube ich nicht. Aber... Na, Trance, vielleicht nicht in diese Sphäre.
schwierig, sie rauszutransportieren, meine ich damit. Also einen oder zwei, und Ryu massiert sich die Nasenwurzel. Das mit den Käfigen macht mir Sorgen. Die wird das irgendwie, ich meine, die wird auf Nummer sicher gegangen sein. Ich weiß nicht, ob ich da schnell rein oder raus kann. Und wie viele Typen in Uniform sind da unten? 20? Das sieht aus wie 30. Scheiße. Okay. Das ist viel. Hast du noch jemanden erreicht? Nein. Das ist auch etwas Persönliches leider, sagt Lorelei. Okay, haben wir außer Normies und Dawson noch jemand anderen drin, der uns wirklich Ärger machen kann? Jefferson. Wer ist Jefferson? Das ist sozusagen ein Welpe wie wir, nur nicht von uns. Tänzer. Ein Tänzer. Machbar, ihr seid zu viert oder zu fünft. Ja, Nathan kommt gerade hinten an. Oh. Hallo, Ryu. Hey, Rune. Okay, gut. Haben wir Silber? Ja, Nathan klappt auf seinen Tuk-Tuk. Ich habe ein bisschen was hier. Eine Glaive. Habe ich Silber, eine Pfeilspitzen, oder wäre das zu viel? Drei Stück. An Vorplanung gewesen? Drei Stück? Ja. Nein, du wusstest vom Lauch und so weiter, ja. Gut. Geht, und ich ziehe, geht Alu auch? Tut auf jeden Fall weh. In dem Fall tut es besonders weh. In dem Fall funktioniert auch ein Baseball und die sind aus Leder, oder? Ja. Baseball ist kein so großer Sport in Kasachstan. Zack, du siehst natürlich auch Jays Fotos, die sie gemacht hat, und kannst die blau gefärbten Haare von Ava in einem der Kameras, in einem der Käfige erkennen. Sag mal, warte mal. Das ist Ava. Hier seht ihr, und ich tipp drauf. Oh shit, wir haben persönlichen Bezug. Ja. Schon zwei. Halt dich zurück, Laura. Was geht da gerade? Wir räumen den Laden auf. Ja, aber ich sagte gerade zweimal persönlicher Bezug. Naja, der Kleine kennt anscheinend jemanden, der da drin als Opfer benutzt wird. Nichts für ungut, aber wir haben mindestens einen Tänzer der schwarzen Spirale. Wenn wir Glück haben, unerfahren. Wenn wir Pech haben, ist er schon ein bisschen ganz nach oben getanzt. Und einige Normalos, die allerdings wahrscheinlich so ausgerüstet sind, dass sie eventuell auch uns. Tacheles. Also, sollten da nicht auch ein paar Magier mit drin sein? Eine auf jeden Fall. Ja. Die Sache ist, es gibt ein paar Regeln, was das Sehen von Dingen angeht. Die meisten Menschen, wenn sie uns sehen in einer von unseren Kampfgestalten, verfallen in einen Wahnsinn. Ihr habt das teilweise ein bisschen gesehen, als David durch New York geturnt ist. Dafür fällt es denen erfahrungsgemäß schwerer, ihre abgefahrenen Scheiß zu machen, wenn Leute zuschauen, die nicht wissen, dass abgefahrener Scheiß passieren soll. Ich weiß nicht, wie man das nennt und wie genau es funktioniert, aber alle Magi, die ich kenne, ziehen es vor, zu zaubern, wo keine Normies zuschauen. In der Tat. Das heißt, ihr könnt eure Existenz allein als Waffe gegen die Norms einsetzen. Vielleicht haben sie eine Ausbildung, die ihnen hilft, da besser gegen anzugehen. Versucht nicht, von ihren Waffen getroffen zu werden. Es kann sein, dass sie Waffen haben, die ihnen euch sehr wehtun, wenn sie silberbeschichtete Projektile besitzen. Aber es könnte möglich sein, einen guten Teil von dieser kleinen Armee, die sie da haben, zu verscheuchen. Einfach nur, wenn ihr aggressiv genug seid. Und das wird wiederum den beiden helfen, einzugreifen. Sehen wir besser im Dunkeln als die? Ja. Definitiv. Es sei denn, sie haben Nachtsichtgeräte. Das kann gut sein. Also, Hound zeigt auf die Vans. Du erinnerst dich an die erste Begegnung von uns, Jay. Die sind darauf spezialisiert, euch zu jagen. Das heißt nicht, dass sie mit stählernen Nerven auskommen, ja, wenn ihr gleich 3 Meter groß seid.
können wir aufräumen. Das Problem bei uns ist, wir können die Wirklichkeit tatsächlich bis zu einem großen Maß verformen, allerdings schlägt die irgendwann zurück und die Rückkopplung tut uns höllisch weh und eventuell auch anderen. Das, genau wie Aino gesagt hat, müssen wir also vorsichtig sein. Die Magierin, die da drin ist, scheißt darauf. Sie scheißt auf die Wirklichkeit, sie scheißt auf das, was sie zerreißen kann und sie scheißt auf unsere Psyche und alles, was sie mitreißt. Denn, ja, die hat sozusagen einen Pakt mit der Hölle geschlossen. Tatsächlich, wortwörtlich. Aber dafür ist sie körperlich einfach ein Mensch. Und ihr wisst, was wir mit Menschen machen können. Ja. Also tatsächlich halte ich es fast für am schlausten, zu versuchen, die Norms loszuwerden, die Magi, die Tänzer der schwarzen Spirale, erledigen zu lassen und wir versuchen, den Ifandi auszuschalten. Das gute alte Switcheroo. Und wie kommen wir rein? Einfach durch die Vordertür als Garou rennen? Nein, wir nehmen einen Eingang, wo man uns erst nicht sieht, wenn es einen davon gibt. Ansonsten, ja, ich fürchte viele Pläne beim Einsatz von Garou laufen darauf hinaus, den Abzug zu drücken und sie einfach umbringen zu lassen, was vor die Flinte läuft. Am Endeffekt werdet ihr in dem Kampf am Ende einfach euren Instinkten vertrauen müssen. Hm. Die werden ohnehin übernehmen, wenn ihr nicht aufpasst. Und es mag ein Longshot sein, aber ich könnte als Vorhut reingehen. Unter Umständen. Und zu tun, als würdest du dich ihnen anschließen. Mhm. Gut. Nauk hat ein sehr deutliches Auge auf mich. Ich kenne Jefferson. Und naja, wer weiß, vielleicht treibt sich da noch irgendjemand meines Blutes drin rum. Ich schaue Raiju und Lorelei an. Wie gut könnt ihr eine Illusion erzeugen, die einen von euch als ihn ausgibt, um an Nauk nah ranzukommen? Eine, die einen Werwolf täuschen kann? Werwolf eher als Magi, ja. Es wäre mir irgendwie rechter, wenn wir das machen, als wenn der Welpe tatsächlich direkt vor einem Tänzer der schwarzen Spirale steht zum Einstieg des Ganzen. Du oder ich. Nein, vergiss es. Ja, Ryu konzentriert sich kurz, schaut sich Dave an und dann schaut Dave an. Hm. Gut aussehendes Kerlchen. Nichts für ungut, aber... und Lore, nichts für ungut. Ich verstehe schon. Ich werde nicht persönlich, doch das wirst du. Und wo wir bei persönlich sind. Und er dreht sich zu Zack. Da ist jemand drin, der dir wichtig ist. Ja. Sieh hier, und ich zeige nochmal auf den Screenshot. Das heißt... Verdammt, können wir den Plan einuhren? Können wir den Plan erweitern um Geiselrettung in irgendeiner Form? Gut. Jay, Lorelei, ihr versucht euch um die Geiseln zu kümmern, wenn es irgendwie möglich ist. Jay, du hast natürlich hier ein bisschen die Oberhand, dank deiner Verbindung zur Technologie. Wenn du irgendwie die Systeme in diesem Laden einsetzen kannst und einen Vorteil, tu es. Blende die Nefandi. Wenn du uns eine Vorwarnung gibst, wäre es ganz gut, falls du Geräusche einsetzt, zum Beispiel, um die Tänzer der schwarzen Spirale zu irritieren, damit wir uns darauf einstellen können und im Notfall die Gestalt wechseln. Und Lorelei, dann versuchst du, die Schlösser aufzukriegen. Ich kann mir vorstellen, dass sie mit Materialien oder irgendetwas gegen Werwölfe gesichert sind, weil sie wissen, wer an Ava interessiert ist. David, Zack. Ja? Ihr bringt Leute um. Okay. Okay. Du bist ein Arun-Zack. Das ist deine Aufgabe. Du bist ein Vorkämpfer. Du stehst in der ersten Reihe. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes dazu geboren, uns zu verteidigen. Also unsere Gesamtheit, alle Garou. Dafür wird dir sehr viel Ansehen entgegengebracht werden. Aber im Gegenzug muss man dann auch eben sich in die Gefahr bringen. Die Magierin, die da drin ist, wie sieht die aus? Haben wir ein Bild? Also vor knapp 30 Jahren, sagt Lorelei, war sie eine dunkelhäutige Schönheit.
ungefähr meine Größe. Ihr werdet riechen, dass mit ihr was nicht stimmt. Gut. Ich nehme nicht an, dass sie Hound-Klamotten trägt. Nein. Wenn ihr eine gut aussehende, dunkelhäutige Frau seht, die unangenehm riecht, bringt sie um. Es ist besser, wenn wir schnell handeln, als dass wir versuchen, eine Verwechslung zu vermeiden. Hat sie übernatürliche Sinne? Oder besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie vielleicht einfach aus der Distanz abwerfen kann? Ich halte das für eine gute Idee, ja, sie aus der Distanz abzuwerfen. Dann versuche ich das. Gut. Letzte Chance, sich zurückzuziehen. Ansonsten... Ich hätte noch eine Klärungsfrage. Ja, David? An Ben tatsächlich. Ja, hau rein. Davids Vater, Vorname war nochmal, weil den habe ich selbst gar nicht rausgesucht gehabt, das hast du selbst entschieden. Exakt, den kanntest du ja nicht. Dein Daddy hieß, Moment, David Barker. Mein Daddy. Daddy. Carl. Carl Barker. Carl. Aber, genau. Und als Garou. Nee, war Naugier. Was? Anaugier? War mit V. War A-A-A-N-A-U-G-I-R. War Naugier. Dann wird sich David nämlich kurz Rayu nochmal zuwenden. Mhm. Der aussieht wie David. Ich jetzt. Ja, und sich auch gerade bereit macht. Rayu, wenn du die Gelegenheit bekommst, das wird vielleicht noch ein bisschen stärken, dass du ich sein sollst. Frag nach Carl Barker. Carl Barker. Okay, habe ich. Den wirst du sehen wollen. Oder zumindest, du musst ihnen weiß machen, dass du ihn ganz dringend sehen willst. Das ist mein Vater. Gut, ja. Okay. Bist du dir sicher, dass er hier ist? Nein, okay. Nur sollte Nauk oder irgendjemand, der mit ihm zu tun hat oder Informationen von ihm hat, auf dich treffen und sicher gehen wollen, dass du David bist, dann ist das wahrscheinlich der stärkste Schlüssel, denn das wäre mein Antrieb. Gut. Eine Frage, warum geht jetzt eigentlich einer vor? Um den Werwolf ranzukommen, sobald er nah genug dran ist. Und dann steht er alleine zwischen all den Gegnern? Also ich fände es ganz gut, wenn er als erstes reingeht und wir, während die Leute abgelenkt sind, zum Beispiel, weil Pflanzen irgendwo vom Regal geworfen werden, dass wir dann uns ungesehen in gute Positionen bringen. Und wenn wir losschlagen, ist auch das Zeichen für ihn loszuschlagen. Ja, der geht jetzt rein. Deine Aufgabe, uns einen guten Weg zu finden. Rayu geht als erstes rein und wir nutzen die Ablenkung, um ungesehen reinzukommen. Okay. Und uns in Position zu bringen. Englisch. Jay holt die Screenshots raus. Die Halle hat hat Vorderseite, Rückseite, Luftschächte. Durch die Luftschächte passen wir jetzt nicht so gut durch. Ich mache euch einen Luftschacht. Da passt ihr durch. Lore, ja, und er nickt nur. Allerdings muss es dann wirklich schnell sein. Also sobald ihr die Öffnung bekommt, seid ihr kampfbereit. Mhm. Gut. Steck mein Handy weg und zieh Schutzdingsies über meine drei Bogenfinger. Ja. In dieser Ecke gibt es keine Sicherheitskameras. Das heißt, wenn wir da rauskommen könnten, wäre es wahrscheinlich am besten. In dieser Ecke, schaut nur mal an. Also ich zeige so zwischen den verschiedenen Einstellungen, da müsste irgendwas, siehst du, da geht es irgendwo hin, memoriert, so, da in so eine Ecke. Ja, und ich glaube, da, wenn wir da rauskommen. Kriegen wir hin. Ihr zwei hört von mir, zeigt auf Laura und auf Ainur und dann geht er als David rein. Liegen in dem Auto irgendwelche Gegenstände, die sich als Wurfgegenstand eignen? Eine ganze Menge. Nathan hat eine Menge Schrott hinten. Du siehst Werkzeuge verschiedene, du siehst auch so kleine, Werkzeuge hauptsächlich. Dann packe ich mir so eine Zange, einen Schraubenschlüssel, einen Schraubenzieher und all sowas mit ein. Ja, dann beginnt das Warten tatsächlich in der Seitengasse. Gut.
Dann machen wir uns bereit. Bogen wird ausgepackt. Ich lasse den Koffer einfach da stehen. Jacke wird ausgezogen. Baseballschläger wird in die Hand genommen. Schmeiß ich so auf den Dingens hier Rücksitz oder so. Ja, ihr habt bisher ja nur die spirituelle Repräsentation von diesem Bogen gesehen. Und so sieht er zwar. Also er sieht normal aus. Es ist ein hölzerner Recurve-Bogen, der auch so komische Verzierungen vorne hat unter einer Lackschicht. Aber ansonsten ein normaler Bogen auf den ersten Blick. Köcher auf den Rücken. Nee, Köcher an die Hüfte, das ist besser. Und mehrere Pfeile direkt bereit machen zwischen kleinem Finger und Ringfinger. Ja. Und einen auflegen. Sollen wir uns eigentlich vorher verwandeln, bevor wir dann da durchgehen? Ich glaube, es wäre ein bisschen leichter für Lorelei, wenn ihr es macht, während ihr durchgeht oder wenn ihr gerade eben auf der anderen Seite seid. Das macht nämlich einen deutlichen Unterschied darin, wie groß dieser Schacht sein muss. Okay, exakt. Alles klar. Ja, Zack, du hast verschiedene Werkzeuge dir in den Gürtel gesteckt und drehst deinen Ball in den Händen und hörst dein Handy. Ich gucke nach. Das ist nur wieder eine Nachricht von William Bloom. Was steht da? Ich liebe dich, Sohn. Was ist los? Ich halte dir das Handy hin und zeig dir die Nachricht. Ist klar, Mann. Meinst du, dein Vater ist da drin? Also entweder er liegt gerade auf dem Sterbebett und bereut seine letzten 30 Jahre, oder ich habe keine Ahnung, was zur Hölle diese Nachricht bedeuten soll. Schreib okay, cool zurück. Schreib nichts also, zurück. Ich schreibe erstmal nichts. Ich gucke erstmal die Nachricht an und bin sehr verwirrt. Und fühle mich auch unwohl. Ja? Meinst du, man kann mit so einer Nachricht uns tracken? Ich glaube nicht, dass man sich... Oh, warte. Oh, shit. Und du siehst die kleine Spinne größer werden. Das ist ein Problem. Und dann ist dein Handy schwarz. Pixie ist gerade verschwunden. Irgendwas läuft nicht gut. Ich mach Flugzeugmodus an. Pixie. Ich nehme mein Handy und wirf es über die Schulter in die Gasse und dann gehe ich nach vorne. Egal, wir müssen jetzt. Okay. Ryuho, ich mache jetzt auf, egal was los ist, weil... Oh, shit. Und Jay, du siehst fast gleichzeitig mit Lorelei, wie eine der scheiß Drohnen um die Ecke fliegt. Und auf der anderen Seite... Zack! Hier sind fünf Leute. Siehst du einen Söldner am Funkgerät reinkommen? Um die Ecke an der Straße, wo ihr eingekommen seid. Ich sag die Drohne und ziel auf den Menschen dafür. Ja. Okay. Ja. Dann wirf einmal wieder Sportlichkeit und Geschick und du schießt mit Fernkampf und. Wo muss ich das nochmal machen? Attributes, Abilities und dann? Genau, einfach bei Kampf, bei Fight einfach. Fight, yes. Und dann kannst du die wieder eingeben, beziehungsweise ich habe dir, glaube ich, den Ball reingegeben. Zack, warte, ich schau mal. Ah ja, Dexterity genau. Athletics? Ja, Dexterity Athletics gegen 5 ist das, genau. Ja. Ey, 2 Zähnen, aber auch eine 1. So. Mann, aber also ich habe einen Erfolg. Und 5 bei Zack. Der Pfeil, der erste löst sich. Normal nehme ich an, kein Silberpfeil. Und ja. Schießt in die Hand und der Funke von dem Typ und pinnt die Hand an seine Brust fest. Shit! Verstärkung! Der stolpert zurück in die Gasse, aus der er gekommen ist. Ja. Gleichzeitig. Nächster Pfeil, den ich zwischen den Fingern hatte, drauf spannen und hinterher. Gleichzeitig aus der Hüftdrehung schwingt Zack den Ball, der in der Beschleunigung des Wurfs, danke für den Modifikator, wunderbar, Fox, dann haben wir mit 6 die Drohne, die tatsächlich gerade Richtung Jay runtergeht, in der Luft zersplittert, als wäre dieser Ball tatsächlich ein Gewehrgeschoss. Und der Ball hält in der Luft an und kommt zurück in deine Hand. Funk! Nice! Geht los jetzt?
Ja, und ihr seht, wie Lorelei den Dr. Strange macht tatsächlich und die Wirklichkeit aufreißt und alle Kreaturen, die nicht der Welt der Dunkelheit angehören würden, würden das jetzt um einiges erschweren, aber ihr seht hinter diesem blau schimmernden Portal den Innenraum, den du bereits mit Kameras gesehen hast und auch die Ecke, die du ausgesucht hast, wo keine Kameras sind und schaut dann um. Rein! Wer geht zuerst durch das Portal? Ich flitz schon. Dave? Einu ist stumm, aber dann als zweites. Ich gehe als drittes. Alles klar. Ich gehe dann danach. Ja. Dann macht es tatsächlich Mason. Ja. Entschuldigung, mein Ton war aus. Ich wollte sagen, Einu versucht als erstes. Und du siehst, wie David an dir vorbei hechtest. Ja. Du ziehst noch und dann springst du als zweites rein. Wechsel dann rüber. Zack, Jay, dann Rune und Lorelei macht zu. Und Dave, du kommst rein, reingesprungen, bist noch im Menschen gestellt und siehst tatsächlich dich selbst in dem Zentrum der großen Halle stehen. Hier sind eine Menge Hound-Söldner tatsächlich. Über dir hängen diese Käfige mit den gefangenen Feiernden von der letzten Nacht. Du kannst hinten an der Bar den jungen Jefferson ausmachen und bei ihm steht auch noch eine Frau mit kurzen blonden Haaren und dunkel umrandeten Augen, die ungefähr so aussieht, die bei dem jungen Jefferson steht und jetzt in eure Richtung schaut. Und Ryu alias David in Verkleidung redet wohl gerade mit einem Typ von der Sicherheit und schaut dann in die Richtung, in dem gerade das Portal sich öffnet. David, du bist als erstes draußen. Was tust du? Ach, gehen wir doch einfach gleich voll Bananas. Also nicht ganz Bananas, ich würde in Glabro gehen. Muss wir ein bisschen lauter werden? Ja. Aber das liegt daran, weil er sich jetzt... Bei mir so leise. Gerade Alter, bei 78 war es gerade. Ja, oder? Ja, jetzt verwandelt er sich wieder. Ich würde auf Glabro wechseln. Ja, eine Mischform aus Mensch und Wolf. Damit ich meinen Baseball wenigstens noch weiter verwenden kann. Der wird jetzt sehr klein in deiner Hand. Ja, geht noch. Und über mir, hast du gesagt, waren Käfige. Acht an der Zahl. Da sehe ich ja sicherlich auch irgendwo eine Tür. Also so eine Tür mit einem Schloss dran oder irgendwas. Und ja, genau. Stahl gegossen. Genau, nein. Ja, cool. Dann würde ich hochspringen und versuchen, also so ein Schloss abzuschlagen. Und du hörst von hinten Einu, nicht dein Job! Und du siehst, wie David weggesprungen ist. Einu, du bist als zweites dran. Gibt's noch nicht deinen Job aus und dann haben sich schon die Söldner umgedreht und die haben tatsächlich jetzt sind dabei, Waffen zu ziehen. Was tut Einu als nächstes? Als zweites? Ich schieße auf die Frau mit den Augenringen. Mhm. Die sieht aus wie eine Nefandi. Du zielst, der Bogen, der Schuss war ja schon angelegt, das heißt, du kommst rein, brüllst nicht deinen Job und lässt los. Kein Erfolg. Ja. Der Pfeil fliegt auf diese Frau zu und die kann ihm ausweichen, während er sich hinten in die Bar bohrt und du siehst, wie die blonde Mähne zu Meerfell wird und sie direkt in Grünos Fell sich verwandelt. Na, dann wird der nächste Pfeil wohl Silber werden. Aber ich versuche weiter den Blick offen zu halten nach Magie. Wunderbar. Dann ist Zack dran. Zack ist als drittes reingekommen. Okay. Dann möchte ich mich in Grünos verwandeln. Okay, danke Knorke. Merken wir uns, ihr habt zwei Inspirationen. Ihr könnt zwei Rerolls machen komplett, falls das gebraucht wird im Kampf. Zack kommt und rein. Und Haselnüsse. Dankeschön, hallo Haselnüsse, hallo. Zack kommt reingesprungen und während du durch den, du gehst noch als Mensch in dieses Portal und kommst als Grünos auf der anderen Seite raus. Genau, ich komme auf der anderen Seite raus, verwandle mich und dann möchte ich mit einem kurzen Blick ausmachen, wen ich vielleicht als herausstechend empfinde. Also keinen Hound-Soldaten, sondern irgendwer, der vielleicht höherrangig ist. Du siehst da hinten, verwandelt sich eine Frau in Grünos gerade. Genau, und dann sehe ich die wahrscheinlich sofort. Vielleicht sehe ich noch so den Hauch ihrer vorherigen Augenringe und dann denke ich mir, dass ich ihr den einfach noch ein bisschen unterstützen möchte und ziele auf ihr Auge. Wunderbar, wunderbar.
Du hörst noch, wie es, als du raustrittst in die neue Realität, es klang, 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 lauter Werkzeug von deiner Hüfte fällt. Denn das war angesteckt, aber nicht geweiht. Deine Kleidung verschwindet in deinem Fell. Einzig dein Ball als geweihter Gegenstand bleibt dir erhalten. Dieses Werkzeug liegt um dich rum. Und du wirfst, bitteschön, den Wurf deines Lebens gegen die Tänzerin der schwarzen Spirale. 6 Erfolge. Sehr schön. Dann darfst du dahinter den Schaden machen. Der ist, genau, Button dahinter. Und plus 5 drauf, wenn er jetzt, wenn dich jetzt gefragt wirst, weil du 5 mehr als so. War das korrekt? Ja, 5 extra. Sieht sehr gut aus. Das sind 5 Schaden, den tatsächlich dein Ball nicht sie durchschlägt, aber du siehst, wie dieser große Gahu von diesem kleinen Baseball 2 Meter zurückgeschossen wird und dann der Baseball aus der Brust heraus wieder zurück in deine Hand. Und jetzt seht ihr auch, wie neben ihr der junge Jefferson sich ebenfalls in Grünos verwandelt. Jay, du bist die Nächste, die hineinkommt.